Ich möchte euch heute ein bisschen was darüber erzählen, was die letzten Wochen auf dem Kanal passiert ist, was meine große Pleite die letzten Wochen war und warum das mit E-Autos zu tun hat, wie das Kanalwachstum sich gerade so entwickelt, warum es ein paar vorproduzierte Videos gab und warum es in letzter Zeit relativ wenig technische Videos gibt. Das alles so in einem Behind-the-Scenes-Video für die Abonnenten und wer halt auch so reinschauen will, schauen möchte, gerne, schaut halt mal ein bisschen zu. Also ihr habt das mitgekriegt, ich war im Urlaub, das habt ihr am letzten Video wahrscheinlich gesehen, weil der Ton und das Bild auch relativ mäßig war. Ich hoffe, der Ton ist jetzt ein bisschen besser. Die Windgeräusche werde ich nicht ganz in den Griff kriegen, auch wenn ich jetzt sogar ein Richtmikrofon verwende. Aber das Richtmikrofon, das richtet halt nicht so richtig. Okay, so viel zu den Wortspielen des Todes. Also das Kanalwachstum ist relativ gut die letzte Zeit. Also ich denke, ich habe jetzt in einem Jahr mehr geschafft als in den 2 Jahren davor. Insgesamt von den Zugriffen und von den Minuten, die geguckt wurden. Das ist nämlich etwas, was YouTube wohl ziemlich arg interessiert. Wie viele Minuten werden geguckt? Ja. Und wenn man sich das so anguckt, dann wird es wohl Ende des Jahres, werde ich die 2000 Abonnentengrenze knacken. Und ich bin ganz zufrieden dafür, dass ich keinen Beauty-Blog mache und eigentlich nur mache, was mir Spaß macht. Ich sage ja immer, das ist ein Kanal ohne jede Gewähr. Und dann passieren halt auch so Sachen wie jetzt eben die letzten 3 Wochen, dass eben sehr viele Labervideos kamen. Und ein paar von denen, also eigentlich sind alle von denen natürlich vorproduziert. Auch die technischen Videos, ihr seht es sogar. Wenn ihr genau hinguckt und so ein bisschen meine Hintergrundarrangements kennt, dann merkt ihr sogar zeitlich, wo ihr den ganzen Spaß einsortieren müsst. Warum erzählt er uns das jetzt? Klar, wenn man für 3 Wochen Videos vorproduziert, dann stellt sich die Frage, warum tut man das und was für Folgen hat das? Erstmal, warum tut man das? Es ist jetzt so, es ist jetzt wohl so, dass der YouTube-Algorithmus das schon sehr gerne mag, wenn man regelmäßige Zeitpunkte hat, bei denen man Videos veröffentlicht. Es ist auch insgesamt für die Abonnenten am geschicktesten, wenn sie zumindest mal wissen, dass in regelmäßigen Abständen Videos kommen und nicht ist mal wieder 3 Wochen nichts, dann kommt mal wieder was und so weiter. Und dann passiert es durchaus mal, dass ich mir denke, boah, das Thema interessiert mich, das habe ich auf meiner Liste, da könnte ich eigentlich schön was dazu sagen. Dann fange ich an zu recherchieren und plötzlich ist es eine halbe Stunde Video. Oder ich merke eine Reaktion, das interessiert wirklich jemanden und dann wird es 2 halbe Stunden Videos. Das ist dann zum Beispiel meine Bundeswehr-Videos, wo ich überhaupt nicht erwartet hätte, dass die Reaktion doch so überwiegend positiv und überwiegend positiv ausfällt und so überwiegend in der Menge stattfindet überhaupt und dass auch sehr positive, konstruktive Kommentare kamen, so in der Art, ja, ich habe mich jetzt auch auf SAZ4, hat sich, glaube ich, einer beworben. Und einer, also lest einfach die Kommentare selber. Deswegen habe ich da noch ein zweites Video gemacht, weil ich habe dann selber wieder, ist mir wieder eingefallen, was so alles in diesem einen Jahr passiert ist. Und es hat mich dann selber wieder amüsiert im Nachhinein. Also wenn es interessiert, gerne guckt da rein. Aber viel mehr überrascht hat mich die Geschichte, ja, mit dem Video. Das hatte ich getitelt Elektroautos, die programmierte Pleite, genau. Oder Elektromobilität, die programmierte Pleite. Und jetzt, wenn ihr oft meine Titel anguckt und sie ein bisschen analysiert, dann merkt ihr, dass ich gerne mit Doppelbedeutungen von Worten spiele. Jetzt ist die Frage, wo fängt Clickbait an und wo hört es auf? Ich will es jetzt hier gar nicht bewerten. Ich sage euch, was der Gedanke war. Der Gedanke war, dass das Wort Pleite im Deutschen, der durchaus die Bedeutung hat, wirtschaftlicher Totalruin und Pleite im Sinne von, das ist eine große Pleite, also das ist ein Misserfolg. Ist das jetzt Clickbait, wenn ich mehr auf die finanzielle Pleite anspiele und die meisten, die den Titel lesen, denken, Elektroautos wären ein Misserfolg? Schreibt es in die Kommentare. Ich weiß schon die Meinung von einigen vielen, die unter dem Video kommentiert haben. Damit kann ich auch leben, das ist jetzt kein großes Problem. Mich persönlich hat geärgert, wirklich geärgert, und das war eigentlich eher das, was ich falsch gemacht habe. Ich habe mir das Video natürlich dann nochmal angeguckt, weil es wurde sehr viel geguckt, also im Verhältnis von vielen anderen Videos meines Kanals, Faktor 50 stand heute öfter als so ein Video nach dieser Zeit im Prinzip, das ist viel. Es sind erstaunlich viele positive und erstaunlich viele negative Kommentare, die Daumen nach oben und unten sind 50-50, das ist auch klar, weil vom Titel her fangen natürlich gleich viele an zu hyperventilieren, oh mein Gott.
der schimpft auf E-Autos. Dabei hatte ich in der Videobeschreibung auch geschrieben, allerdings als einen der letzten Sätze in diesem 3-, 4-, 5-Zeiler, weiß nicht mehr genau, wie lange ursprünglich war, hatte ich geschrieben, dass ich grundsätzlich der Elektromobilität sehr positiv gegenüberstehe. Das Dumme war jetzt, und das ist das, was mich an mir geärgert hat, ich fange das Video an, so in der Größenordnung ein paar Minuten damit darüber zu reden, dass die Autos beim Arbeitgeber geladen werden könnten und eben das ein geldwerter Vorteil ist. Und das ist falsch. Also nicht falsch, dass es ein geldwerter Vorteil ist, aber es ist im Moment steuerfrei. Das wurde vor einiger Zeit beschlossen. Das hatte ich nicht recherchiert, auf die Idee bin ich auch gar nicht gekommen. Das ist nicht, dass ich zu faul war, das zu recherchieren, sondern ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass der Gesetzgeber das vorsehen könnte. Blöd. Ich bin jetzt auch nicht in der Szene so tief drin. Das war mein Fehler. Man hätte das nochmal gucken müssen. Was natürlich nicht heißt, dass irgendwann dieser Steuervorteil wegfällt. Dann habe ich mich ein bisschen in der Theorie vergraben und das finde ich auch nicht falsch. Was denn passiert, wenn ich meine Solarzellen auf dem Haus nur für den Eigenbedarf nutze, dann in die Autos einspeise und wer dann überhaupt Steuergelder kriegt? Dann kamen haufenweise die Kommentare, dass auch das jetzt schon versteuert wird. Und das Thema ist tatsächlich komplexer, denn wenn man nicht selbst einspeist, ist meine Rechtsauffassung, ich habe dann links in diesem, wenn es euch interessiert, diesem angepinnten Kommentar, den, also mein Korrekturkommentar, da ist ein Link, wo sich einige in einem Photovoltaikforum darüber unterhalten, dass man das Ganze am Finanzamt legal vorbeitransferieren kann, wenn man selber gar nicht einspeist oder das meiste selber verbraucht. Da gibt es dann also viele Kommentare und es ist komplex. Also das Thema ist nicht ganz vom Tisch und nicht ganz so diese, nicht alle Kommentare sind hämisch und berechtigt. Nein, das war jetzt semantisch falsch. Nicht alle hämischen Kommentare waren so weit berechtigt, die dann sagen, bitte, die sind schon besteuert. Ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, bei einigen drunter zu schreiben, liest doch mal bitte den Korrekturkommentar. Sollte ich mich getäuscht haben und hier wäre meine Rechtsauffassung falsch, dann wäre es interessant gewesen, wenn jemand zurückgeantwortet hätte. Hat aber keiner. Also so viel zu dem Video und ich war tatsächlich ein paar Mal kurz davor, das Video einfach rauszunehmen, wegen diesem einen Fehler und wegen diesen vielen hämischen Kommentaren. Dann kamen natürlich die üblichen Kommentare, aber damit muss man natürlich leben, wenn man ein Video veröffentlicht, das außerhalb des Kontexts und wenn man es nicht vollständig guckt, durchaus negativ aufgefasst werden kann, also negativ gegenüber eben Elektromobilität. Da sind durchaus Abschnitte, wo ich ihm dann sage, ja gut, bla bla bla, Arbeitsplätze, bla bla bla. Etwas später sage ich aber auch, dass der Zug nicht aufzuhalten sein wird, ohne es zu werten. Ich habe versucht, möglichst viel Wertungen auszuhalten. Aber es gibt eben auch Leute, die mit einer gewissen Einstellung, und das muss ich mir jetzt wieder aufs Brot schmieren lassen, das ist eben durch den Titel ein bisschen geprimed, dann da rangehen, dann ein paar Sätze rausfressen aus dem Video und sich dann mordsmäßig drüber aufregen. Und da, ach, die Kommentare sind unterhaltsam, sagen wir es mal so. Ganz ehrlich, so richtig jucken tut es mich nicht, mich juckt es nur, wenn Fehler drin sind. Warum habe ich es nicht trotzdem gelöscht? Weil anscheinend viele das Video so verstanden haben, wie ich es gemeint habe. Das merkt man dann auch wieder in anderen Kommentaren und eben auch, man muss es direkt sagen, eben viele Abonnenten auch da geblieben sind. Also die Abonnentenzahl in den letzten 2-3 Wochen ist ein x-faches, die Neuabonnentenzahlen von den vorherigen und auch die View-Zahlen. Und die Abonnentenzahlen sind eigentlich nicht wirklich wichtig, aber die Abonnentenzahlen sind ein gewisser Indikator. Und wir wissen jetzt nicht genau, wie dieser YouTube-Algorithmus funktioniert. Aber die Abonnentenzahlen spielen da rein. Und ich mache natürlich Videos, die ich machen möchte. Ihr werdet bis auf meine ersten paar eigentlich keine finden, die bei der irgendwelche Hersteller Einfluss genommen haben, obwohl schon einige schon wieder angefragt haben, weil sie Einfluss nehmen wollten, nennen wir es mal ganz vorsichtig so. Ich mache zu, was ich Lust habe. Wenn es natürlich gar keiner guckt, dann macht es auch keinen Sinn. Wenn mal ein Video weniger gucken, das ist nicht schlimm. Also wenn ich irgendwie einen Film rezensiere oder eine Meinung zu Dunkirk ablasse und so weiter. Und es gucken halt dann weniger Leute als sonst, das juckt mich jetzt nicht so. Es ist schade, weil ich meistens, wenn ich ein Video mache, habe ich einen Grund dafür, weil ich denke, es könnte jemand interessieren. Zumindest, weil ich denke, mich hätte es interessiert. Also ich habe ja auch einige Videos gemacht als Merkerle für mich, weil ich bestimmte Themen, sagen wir, ein Bookmark setzen wollte, wie bestimmte Sachen gehen, wie man ein Android-Tablet CyanogenMod aufspielt, wenn es sich ein bisschen pingelig anstellt. Das war das mit dem
Nexus 7, ne, das Google so verkackt hat. Und so entstehen auch einige Videos. Und eben einige Videos, wo ich mir denke, Mensch, das hätte ich gerne vorher gewusst. So entsteht dieser Kanal. Und eben dann einige Videos, wo ich interessiert daran bin, wie eure Meinung zu dem Thema ist. Weil meine Meinung muss ja nicht richtig sein. Das verwechseln ja viele. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn man einfach so in den Kanal mal so reinhüpft und dann eben irgend so einen Kasper sieht, der da seltsame Sachen von sich gibt. Das ist mir klar. Naja, also das war eben jetzt diese Elektroauto-Pleite. Und die dann jetzt auch insgesamt erklärt, ja, warum hier eine gewisse Dynamik und auch eine Kommentardynamik hier stattgefunden hat. Auch erklärt jetzt das, warum es relativ wenig technische Videos bis eben die Spülmaschinengeschichte gab. Es wird jetzt sich demnächst wieder ein bisschen ändern. Es ist unglaublich aufwendig, zum Beispiel Reparaturvideos zu machen. Selbst dieses Plasma-TV-Reparaturvideo ist schon natürlich deutlich aufwendiger, als wenn ich jetzt hier so ein Labervideo mache. Aber das mache ich dann tatsächlich, und das klingt jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ein bisschen für die Community, weil ich hätte es gerne vorher gewusst, zum Beispiel, wie das Ding jetzt von innen aussieht und welche Platine hier was macht. Das findet man raus, das kann man alles googeln, aber das ist alles Zeit. Auch wenn das Video, ich glaube, das ist auch ein bisschen länger, aber selbst wenn du dieses Video vollständig anschaust, du da draußen, dann hast du viel weniger Zeit hingemacht, als ich gebraucht habe, um verschiedene Foren durchzuwühlen. Und wenn du wissen willst, wie ein Plasma-Bildschirm wirklich funktioniert, dann gibt es ja extra noch ein Video danach, da habe ich das nochmal ausgekoppelt. Da wirst du wahnsinnig viel Zeit brauchen, um das richtig herauszulegen, weil die meisten Erklärungen sind leider unglaublich schlecht. Oder oberflächlich. Oder beides. Ja, ich werde das auch nicht ändern an dem Kanal. Also es wird hier kein Beauty-Palace-Scheißdreck und so weiter geben. Wir werden jetzt hier auch nicht anfangen, Sneaker-Reviews zu machen. Wobei, das wäre eigentlich mal ein spannendes Thema. Ne? Wir machen mal ein paar Sneaker-Reviews. Oh Gott. Ja. Wenn der Kanal mehr Geld abwerfen könnte, könnte ich jetzt auch anfangen, damit mir Autos zu kaufen und zu tunen und was weiß ich, was einiges. Die Welt ist ein bisschen gaga geworden, aber ich fange schon wieder zum Labern an, aber ihr wisst ja, das passiert bei einigen Videos. Ja, also das war jetzt so die letzten paar Wochen, das war so jetzt auch ein bisschen der Ausblick in die Zukunft. Lasst ein paar Kommentare da oder lasst keine Kommentare da. Schauen wir mal. Dann bis demnächst. Servus.